Hier ist ein Beispiel für ein klassisches Golem-Beater und der Golem-Inferno-Tour. Willst du mich verarschen? Digga, ist der dumm, Junge. Hä? Wieso lügt mich ChatGPT an, Digga? Es wird Zeit für die ultimative Challenge in Clash Royale. Wir sind gerade in den Top 200 der gesamten Welt in Clash Royale. Und ChatGPT, ein künstliche Intelligenz, entscheidet heute unser Deck in Clash Royale, welches wir spielen müssen. Welche Decks am Ende rauskommen und wie unfassbar weird die Decks sein werden oder auch nicht, das erfahrt in diesem Video. Denkt gerne dran, den Kanal kurz zu abonnieren, den fetten Daumen nach oben lassen, wenn ihr diese Challenge öfter sehen wollt. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Fragen ich ChatGPT als nächstes stellen sollte. Und denkt natürlich auch sehr, sehr gerne an Codeboard und Shop. Let's go. So, jetzt sind wir auch sofort drin und wir fragen direkt erstmal ChatGPT. Yo, was geht? Yo, was geht? Hallo, wie kann ich Ihnen heute helfen? Natürlich direkt weißer. Okay, wir wollen erstmal, denke ich, ein gutes Deck zur Medaille pushen. Kannst du mir ein gutes Deck zum Medaillen pushen in Clash Royale geben? Fragezeichen. Leute, hier ist ein Deck, ist nicht gut zu Medaillen. Riese, Hexe, Musketieren, Feuerball, Zap, Mini-Packer, Skami, Baby-Drink. Strategie, platzieren den Riesen in deinem Königsturm, eine starke Offensive aufzuholen. Die Hexe, Musketieren können den Riesen unterstützen, Mini-Packer. Ja, okay. Luftunterstützung, okay, macht relativ Sinn. Ich würde sagen, wir kopieren das Deck. Ist jetzt nicht ultra geil, aber es geht auf jeden Fall schlechter. Okay, Leute, das ist das Deck. Ich habe natürlich extrem viele Karten schon levelt und ChatGPT weiß, glaube ich, auch nicht, was eine Evolution ist. Das heißt, wir fragen ihn als nächstes auf jeden Fall, dass er mir ein gutes Evolutionsdeck geben soll, weil das ist irgendwie bisschen beschissen, Digga. Nova Hypno. Perfekt, Digga. Wir spielen gegen eine Lockbait-Lampe und wir haben natürlich direkt kein Holz. Viel Glück auf jeden Fall hier an Nova Hypno. Ich bin trotzdem bereit. Musketieren, zack. Musketieren, by the way, Level 13. Warum? Weil wir ein armer Schlucker sind. Also gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren und auch gerne mit eurem Freund teilen, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Ich denke, es ist ganz lustig. Wie gesagt, JJBT ist natürlich eine AI, das heißt, es funktioniert deutlich besser als zum Beispiel in Clash Royale, diese komischen Random-Deck-Builder. Das heißt, JJBT hat auf jeden Fall Informationen, aber natürlich, so viel wie sich in Clash Royale immer tut, neue Evolutionen und so weiter kommen, ist es nicht immer up to date. Das heißt, es ist, soweit ich weiß, ist eine 2023-Version, bin ich mir jetzt aber auch nicht gerade nicht 1000% sicher. Also ja, ist jetzt keine Version, wo ich jetzt sage, wow, irgendwie, keine Ahnung, geisteskrank oder so, dass ich jetzt alle neuen Evolutionen dabei sehe. Ich weiß nicht, ob ChatGPT die neue Evos kennt. Okay, das müssen wir auf jeden Fall durchlaufen lassen. Okay, Zap. Nein! 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 Wow, vielleicht hätten wir einen Hit bekommen vom Mini-Packer. Oh mein Gott, Digga, wie broken! Evo-Skelly sind so nen... Ja... Ja, wir beleidigen die Evo-Skates in die ganzen Nutte, aber es ist wirklich geisteskrank nervig. Och, Mann, Alter, okay. Ja, Bro, was soll ich tun? Okay, nächster Giant nach hinten, natürlich niemals aufgeben. Wir sind ein Kämpfer, wir sind ein Tiger. Okay, das ist eine relativ free Defense. Das Ding ist, jetzt kommt einfach eine Princess von ihm und die Princess killt alles. Wo ist die Princess? Komm, spiel sie. Spiel die Princess, Tiggy. Okay, Princess kommt nicht rein. Ich würde sagen, wir feuerballen jetzt einfach. Oh mein Gott, der Feuerball. Was passiert jetzt? Ja, der Feuerball war ja mega stark. Hä? Weltfeuerball. Wenn ich das jetzt hier seppe? Oh. Ich hab's mir so sexy vorgestellt. Ich meine, es war okay, aber es hätte deutlich sexier sein können. Okay, Baby Drain. Das ist doch keine Connection, oder? What? Okay, da... Nein! 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 Oh, warte. Nein! Oh mein Gott! Nein! Ja, nein! Oh mein Gott. Okay, ich habe irgendwie beide Türme verloren. Hä? Das ist ja geil. Ja, moin. Beide Türme sind weg. Alter, Evo Scaly ist echt balanced. Geil. Haben mir zweimal das Game gekostet. Macht Bock. Ja, okay. Ich weiß nicht, wir fragen gleich mal JetGBT, ob JetGBT auch Evolution kennt. Hoffentlich, Digga. Musketier. Wenn nicht, dann hebt die Schere, JetGBT. Sepp. Guter Sepp, wow. Okay, unterleveltes Musketier stirbt einfach instant immer weg. Es nervt. Boah, der Sepp war sogar mal ganz gut. Ich hätte sogar noch extrem viel Damage jetzt bekommen. Okay, nächster Baby Drain rein. GG's, well played. Lol, Mini-Packer backt sich fast in den Turm. Okay, erst Game verloren. Es war nicht ultra schlecht. Deck war relativ beschissen. Ich meine, es war jetzt nicht komplett beschissen, aber bei JetGBT müssen wir immer dran denken, die Decks werden einigermaßen okay sein. Außer ich sage, jetzt gib mir das schlechteste Deck. Okay, JetGBT, zweiter Versuch. Okay, Leute, Versuch Nummer 2. Hoffentlich kommt jetzt ein besseres Deck. Okay, wir fragen jetzt, hey, kannst du mir ein gutes Doppel-Evolutions- Deck in Clash Royale geben? Fragezeichen. Natürlich, hier ist ein Deck mit Doppelbeziehung Clash Royale.
Drachenbaby, Inferno, Greenskate, Minipacker, Hexe, Barbar, Magier, Ballon. Hä? Aber Bro, da ist doch noch eine Evolution drin! Digga, ist der dumm, Junge, hä? Ja, geil, okay. Anscheinend nur Barbar, Bro. Wieso lügt mich JetGBT an, Digga? Digga, das soll unser Deck sein für das zweite Game. Also, Bruder, JetGBT chillt auf jeden Fall komplett Mittler darum. Und Bro, es ist auch nur eine Evo im Deck. Bro, okay, ich habe am Anfang gesagt, die Decks wären nicht so schlecht, aber das ist ja wirklich geisteskrank beschissen. Oh nein, wir spielen gegen Des! Bro, er wird mich BM! Das spielt irgendwie Tornado Friedhof oder so. Alter, Digga. Level 11! Ich hab den Magier Level 11! Oh mein Gott! Okay. Das ist ein Problem. Ich bin ehrlich mit euch. Aber das wirklich größte Problem ist, wo ich auch transparent sein werde mit euch, ist das. Oh mein Gott, Alter. Ich kann das wirklich nicht mehr. Ja, was soll ich sagen? Bro, er spielt Giant Graveyard. Also wirklich, das ist ja wirklich... Also, wieso habe ich denn nur eine Evo im Deck, Mann? Ist JetGBT dumm? Ich habe doch gesagt Doppel-Evo, Digga. Nur eine Evo im Deck. Ja, Bro, bist du dumm, Digga? Ja, okay, jetzt kommt eine fucking geisteskranke Ability. Also Geist... Okay, wobei, die war schon sehr gut. Ja. Wie gewinnen wir das? Leute, hört mir mal zu. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen will. Vielleicht Giant Skeleton jetzt nach hinten. Giant Skeleton immer in Level 15. Okay. Ballon vielleicht rein? Nee, kein Ballon. Wizard vielleicht rein? Nee, kein Wizard. Boah, ich bringe jetzt einfach mal meinen Ballon rein. Ich bringe wirklich jetzt meinen Ballon rein. Junge, schau, was er dagegen macht. Habe ich überhaupt einen Spell? Ich habe nicht mal einen Spell in meinem Deck, Digga. Hey, ich habe nicht mal einen Spell in meinem Deck. Oh mein Gott, der hat gefailed. Der ist nicht an den Dings. Lol, der Ballon kriegt einen Hit. Oder? Bitte, 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 ein Hit, bitte, bitte, ja! Hä, besser als kein Hit, sage ich immer. Okay, Magier rein, hä, lol, wir führen. Wir führen, die Frage ist, wie lange noch, aber Stand jetzt führen wir. Okay, der Magier stirbt von Pfeilen, das ist ein bisschen problematisch, aber... besser als nicht. Okay. Baby-Dang rein. Okay. Kann ich jetzt mit Minipacker reingehen und dann einfach mit Ballon an die Bridge, Junge? Okay. Ja, ist irgendwie nicht so geil. Bro, das Ding ist, der Magier ist eigentlich so nice gegen ihn, aber mein Magier macht einfach Damage wie Sperrkobolde, Digga. Die machen Damage wie Sperrkobolde. Uah, Junge! Okay, G-Skater vor, zack. Oh, ich hätte jetzt gerne den nächsten Ballon. Also, ich sehe hier wirklich ein, zwei Probleme. Vor allem, weil er halt Doppel-Evo hat und ich habe nur eine, Mann. Jungs... Es wird Zeit, dass wir Spenden sammeln, um JetGBT zu verklagen. Egal, unterlevelter Magier nach hinten. Wir müssen immer wieder erwähnen, dass er unterlevelt ist. Irgendwie machen die Archers auf der rechten Seite auch immer wieder Chip. Ich sehe schon, was er macht. Der Bowler hinten. Bro, hört mir zu, Chat. Hört mir zu. Lasst mich doch mal den Kochlöffel schwingen. Lasst mich doch einfach einmal den Kochlöffel schwingen. Es war extrem beschissen, aber man lebt nur einmal. Man lebt nur einmal. Okay, nächster Baby Dragon rein. Warum hat er eigentlich schon wieder die nächste? Hatte nicht gerade vor Sekunden erst Bats gespielt. Irgendwie hat er jede zwei Sekunden Bats. Ich führe auch nicht mehr. Das ist leider eine Lüge gewesen. Leider führen wir nicht mehr. Ich hätte Bock. Ich fordere Big Spin zu einem JetGBT-Duell heraus. Ein JetGBT... Digga, das wäre, glaube ich, ein geiler Content. Könnt ihr gerne mal in den Kommentar schreiben, ob ich das wünsche. Irgendwie so ein JetGBT Best of 5 gegen Big Spin, Digga. Und der Gewinner muss irgendwie, ja, keine Ahnung, JetGBT irgendwie die neue Klobürste kaufen oder so, keine Ahnung, Digga. Damit er seine Kacke wegwischen kann, die er die ganze Zeit in seinen Decks klatscht. Okay, es war eine gute Defense. Das war tatsächlich eine gute Defense. So, jetzt Bayou Dang rein. G-Skelly. Ballon. Ballon. Oh, der Bayou Dang ist an den Archers dran, aber... Er hat Evo-Bats. Das ist natürlich dann wieder scheiße. Junge, wie soll ich denn durchkommen, Digga? Er hat alles. Jetzt kommt auch wieder einfach sein scheiß Bowler nach hinten. Digga, der One-Shot nicht mal die Bats! Okay. Der One-Shot nicht mal die Bats. Okay. Ja, ich muss reingehen, Digga. Was bleibt mir denn so übrig? Ich habe halt keine Zeit mehr, so. Aber er wird jetzt auch reingehen, deswegen verliere ich. Bro, Mann, Alter, ich verliere meine ganzen Trophäen. Oh, Mann, ich habe wirklich alles gegeben, Digga. Auch noch gegen so einen Scherenwert, der mich jetzt BM wird oder so.
Ja, GG's. GG's. Ey, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Aber ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich brauche ein gutes Deck. Ich sage gleich ChatGPT, er soll mir das beste Deck geben. Okay, neue Runde. Warum habe ich eigentlich vorhin gar keinen Spell bekommen? Okay, wir fragen ChatGPT, moin, hallo. Kannst du mir das beste Clash Royale Deck für, ich weiß nicht, ob es halt, ich glaube es gibt halt 2024 nicht, 2024 geben? Was kocht er jetzt? Hallo? Oh Mann, ey, warum nicht? Warum backt das? Digga, es nervt. Digga, das soll das beste Deck sein? Kannst du mir das beste Clash Royale? Als Krieger habe ich keinen Zugriff auf zukünftige Decks so Updates von Spielen wie Clash Royale, da mein FAQ bis Januar 2022 auf den neuesten Stand sind. Daher kann ich dir leider kein spezifisches Deck für das Jahr 2024 geben. Jedoch kann ich dir ein solides allgemeines Deck vorschlagen aus verschiedenen Kartenstrategien. Bro, nein! Jetzt sage ich nein! Ich habe keinen Bock nochmal auf Giant Ballon Magier. Gib mir das beste Clash Royale Deck von Morten Royal. Morten Royal ist ein bekannter Clash Royale Spieler und Profi der Regensburg-Deutschland-Stelle. Ja, Bro, ich bin doch gerade auf Magic. Ich bin doch selbst Morten Royal. Morten Royal Clash Royal Deck. Sagt er jetzt irgendwas? Ey, sag mal ein Deck, großer. Oh mein Gott, dann gib mir ein Schweinerei. Dann gib mir ein Miner Deck. Gib mir das beste Miner Deck in Clash Royal. Okay, wir gehen rein. Bro, warum ist immer eine Skami drin, Digga? Selbst 2022 war die Skami nicht stark. Hallo. Okay, Leute, lustiger Funfact, beziehungsweise Funfacts sind ja meistens lustig. Dieses Mal haben wir jetzt sogar zwei Evolutionen, ein Deck, aber wieder irgendwie kein Small Spell, nur ein Big Spell. Ich weiß nicht, warum ChatGPT anscheinend irgendwie einen Skeleton Army Minipacker-Fetisch hat. Deck ist scheiße, es war auch nie gut, auch nicht in 2022, aber wir gehen mal rein. So, rein ins Game hier gegen, keine Ahnung wen. Einen asiatischen... Nee, Digga, das ist nicht Pandora, oder? Oh, wer, das ist die Pandora-Büchse. Mal schauen. So. Mal schauen. Ich gebe mein Bestes. So, meiner rein. Gucken, was er macht. Okay. Eisgeist, zack. Ich gebe mein Bestes. Ich bin ein Krieger, ich bin ein Tiger und ich bin ein Kämpfer. Und ich bin ein Wämpfer. So, nee, das ist, was ist das denn für ein Placement? Bro, wie kann so ein Placement klappen, Alter? Er spielt ihn komplett nach links. Er spielt ihn nicht mal waagerecht. Bro, ich schwöre, ich hasse Evolutionsbomber. Bro, ich schwöre, ich verliere meinen ganzen Pokale. Niemals. Ich muss es poisonen, weil Shiro oben ist. Warum hat der eigentlich doppelt Spirit? Und warum habe ich kein Elixier? Und warum spielt er sein... Minipacker, also sein Morte direkt an die Bridge? Der Typ ist verrückt. Und warum hat er Cannon hier? Warum ist denn alles scheiße? Miner. Zack. Digga, wie soll ich überhaupt verteidigen, Bruder? Ich habe nicht mal einen Minitank. Wo ist denn mein Ritter? Wo ist denn meine Valkyrie? Dieses Deck hat man nie so gespielt, Digga. Digga, ChatGPT, ich schwöre. Du fick dich, Alter. Es ist wirklich geisteskrank. Mein Ewis ist auch Level 12, als ob... Bro, ich habe wirklich auf dem Golden-Account, auf dem ich hier gerade spiele, so viele Karten gelevelt. So viele Decks, die ich spielen kann. Aber dieser scheiß Kackbot gibt mir wirklich nur Decks und Karten, die ich nicht gelevelt habe. Ja, Digga, kein Bock mehr. Nee, wir gehen ins nächste. Ich habe keinen Bock mehr, Digga. Fick dich, Alter. Also, ich bin ehrlich, ich bereue es auf jeden Fall, dass ich ein Ladder gemacht habe. Ich dachte, es wäre besser. So, jetzt die ultimative Challenge. Gib mir das beste Clash Royale Deck aller Zeiten. Bitte gib mir das beste Clash Royale Deck aller Zeiten. Es gibt... Digga! Wie, es gibt kein bestes Deck? Hier ist ein Beispiel für ein klassisches Golem-Beatdown-Deck. Golem-Inferno-Tour, willst du mich verarschen? Okay, Digga, okay. Das klassische Golem-Beatdown-Deck. Natürlich, Digi. Okay, gehen wir rein, zack. Also, wie gesagt, ChatGPT hat mir vorhin gesagt, es kommt irgendwie aus 2022 und hat da den Wissensstand her. Aber ihr wollt mir ja nicht erzählen, dass irgendwie in Clash Royale 2022 gefühlt nur 20 Karten im Spiel waren. Und es gefühlt immer Eowyn, Baby Dragon, Hexes, Skarmin in jedem scheiß Deck ist. Und außerdem war dieses Deck nie Meta und es war nie ein klassisches Golem Beatdown Deck, Digga. Bro, was ist das? Real Talk, ChatGPT ist der ultimative Urwirt. Real Talk, ich dachte, ich mache eine ganz lustige Challenge, gewinne ein paar Games, hab coole Decks, dies, das. Erstens, es kommt anders, zweitens, als man denkt. Ja, geil, auf jeden Fall, den Spruch kann ChatGPT wahrscheinlich auch nicht sagen. Der Lümmler. So, ich will auf jeden Fall jetzt hier ein Poison. Er kennt auch den kleinen Prinzen nicht, der Dummkopf, aber es ist okay. Das Deck, klassisches Golden Beatdown, klar, habe ich schon so oft gespielt, so oft gesehen. Und immer,
Digga, ich check's auch nicht. Ja, geil. Was macht er jetzt? Gibt jetzt einen EQ rein? Bro, ihr müsst ja doch überlegen. Ihr müsst ja doch überlegen. Meine Skami ist halt Level 11, ne? Und dieses Scheiß JetGBT gibt mir jedes Mal die gleichen Karten, Digga. Jedes Mal. Ich hab's auch resettet. Ich hab alles gemacht. Immer wieder Skami, Bro. Es nervt, Digga. Es nervt. Okay, Hex in der Reihe. Hex auch so schlecht. Der Gegner spielt natürlich auch Bomber Deliveries. Natürlich, Bruder. Natürlich, Brudi. Okay, Baby Ding hier rein. Zack. Jetzt kommt gleich eine Delivery. Jetzt kommt gleich alles. Jetzt haben wir Seppen das hier. Es bringt einfach gar nichts, weil der wahrscheinlich mit 0 AP überlebt. Natürlich überlebt er mit 0 AP. Und alles ist tot. Digga, wie soll ich denn den Game gewinnen? Ja, Bro, okay, nächstes Mal mache ich es in der Classic Challenge. Nächstes Mal mache ich es in der Classic Challenge. So, Skami rein. Habe ich jetzt nicht verloren? Okay, nee, da gehen alle nach links zum Glück. Ich lebe noch. Aber mein Iwis macht doch gefühlt gar keinen Damage. Klar, Iwis stirbt einfach instant weg, weil er Level 12 ist. Ja, geil. Okay, ich bin wirklich nervig am Ende. Ich nehme dieses Video um fucking 1.36 Uhr auf. Ich dachte mir, oh, ich sollte aufhören zu denken. Ich sollte einfach so sein, wie ganz viele Leute in Clash Royale und einfach nicht denken, Digga. So wie Supercell bei den Updates. Golem nach hinten. So. Witch rein. Leute, lasst mich mal gleich kochen. Ich werde JetGBT gleich fragen, ob es 3.0 Expo Cycle kennt oder 2.9 Expo Cycle. Ich bin wirklich gespannt, ob JetGBT mir das sagen kann oder ob er selbst dafür zu dämlich ist, Digga. Die Lampe. Aber wahrscheinlich selbst dafür zu dumm, Digga. Für alles einfach zu dumm. Einfach Definition Dummheit. So, mal schauen. Was kommt jetzt rein? Okay, lassen wir durch. 28, 27, ja, ist geil, wow, okay, JetGBT, letzter Versuch, großer, zeig der Welt nochmal, dass du bereit bist, dass du es besser kannst, wir gehen rein, und jetzt, ich frage jetzt einfach, nach einem Deck, was man kennen sollte als Clash Royale Spieler, und wenn du es nicht kennst, bist du der Wirt. Okay, Leute, nächster Versuch, wir gehen rein, so, moin, kannst du mir das, sagen wir mal, beste, nee, das, kannst du mir das 3,0, wir machen mal spezifisch, 3,0 X-Bogen-Deck in Clash Royale zeigen? Hallo! Entschuldigung, aber ich kann, Bruh, das Deck gibt es seitdem! Okay. Zeig mir ein X-Bogen-Deck in Clash Royale. Das Beste, bitte. Okay. Ja, Bro, hallo! Oh mein Gott, gib mir ein X-Bogen-Deck! Bitte gib mir einfach ein X-Bogen-Deck. Tesla? Eisgeist? Feuerball? Mega Mini, okay, Skelle? Oder Eisgeister? Bogenschützen, Elixiersammler. Leute, wir haben ein Deck, was funktioniert! Ja! Also mir ist gerade aufgefallen, dass wir den Eisgeist schon drin haben und JetGBT meinte, anstatt Skellies kann ich auch Eisgeister spielen. Er meint wahrscheinlich Feuergeister. Mittlerweile ist es hier nur noch einer, aber was, in 2022 auch noch einer? Also ich weiß nicht. Vielleicht ist das deutsche JetGBT auch relativ Schmutz, aber ich würde sagen, wir gehen hier ins Game rein und ich bin gespannt, ob wir mit diesem Deck gewinnen können. Here are we go. Game gegen Yandro. Mal schauen. Bringen wir unsere Archers rein. Collector. Ja, ich weiß auch nicht. Also, das Mega Meal macht irgendwie gar keinen Sinn. Fireball. Okay. Skelette. Gegen Glavon sollte das Match doch eigentlich ganz gut sein. Wir haben random den Mega Meal noch drin, dann denkt sie auch nur so, what the fuck, Digga, X-Bogen, Mega Meal, aber ich bin bereit! Ja! Ich bin reich und scheiß auf alles. Aber im Gegensatz zu anderen Kollegen schieße ich keine Fußballer auf Schildkröten. Das ist das, was mich auszeichnet. So, X-Bogen rein, zack, defensive Barbaren. Okay. Was macht er jetzt? Kann ich den Ice Gaze so spielen, dass er nach außen geht? Feuerball. Das ist Damage. Leute, wir könnten das erste Spiel gewinnen. Oh mein Gott, erzähl doch ein Kind da vorne und erzähl doch ein Enkel da vorne. Das könnte was Besonderes sein. Okay, Pumpe rein. Let me pump. Okay. Skellies, dann X-Bogen. Skellies, dann X-Bogen. Ich bin so bereit. So, Skellies, zack. X-Bogen instant. So, und jetzt habe ich meine Archers ready. So. Okay, naja, wir bringen unsere Archers trotzdem mal. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist. Komm, Archers, zeigt der Welt, dass ihr bereit seid. Okay, es ist ein bisschen Damage. Eisgeist davor. Er wird wahrscheinlich zappen, aber dann hat er nichts mehr gegen Evo-Skellies gleich. Das könnte der Play sein. Wie gesagt, unser X-Punkt ist unterlevelt, unser Megam ist unterlevelt, aber das ist okay.
Das ist okay, Digga. Ich bin bereit. Normalerweise hat man natürlich keinen großen Spell im Deck. Und man hat, was natürlich eigentlich auch Sinn macht, ein Holz im Deck, Diggi. Ein Holz. Und das Mega Man macht eigentlich auch gar keinen Sinn. Aber es ist okay. So, X-Bung rein. Immer X-Bung Same Lane pushen. Also wenn ich das verliere, dann hasse ich mich aber auch. Das ist so ein Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Möglichkeit. Das könnten jetzt auch gute Skellies sein, weil er kein Seppen Cycle, das weiß er auch. Ja, jetzt bin ich hier aber am Tigern. Lass mich doch mal Tigern, Chat. Wieso hat der Pfeiler eigentlich? Warum trifft er nicht? So, Skellies. Einfach mal X-Bogen dazu. Nächste Arches, was macht er jetzt? Mega Minion? Das reicht nicht. Feuerball, 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 damit der Evolutionsbomber stirbt. Der Evolutionsbomber ist tot, er hat nichts. Eisgeist? Der Eisgeist ist gut. Beide sind eingefroren. Der ist dran, X-Bogen, los. Ich kann es nicht fassen, wir gewinnen. Wir hatten zwar den ultimativen Hardcounter, aber was hat JetGBT gekocht? Ich hatte unfassbar viel Spaß beim Video, auch wenn es nicht wirklich lief. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Video fandet. Teilt es gerne mit euren Freunden, lasst gerne einen fetten Daumen nach oben und schreibt gerne weitere Challenges mit JetGBT in die Kommentare. Was soll ich dem Kollegen als nächstes fragen? Soll ich das vielleicht bei GBX Blaus testen? Und wie gesagt, ich bin raus. Danke fürs Anschauen und ciao.